Per Gessle startet mit seiner neuen Band PG Roxette durch. Nach Marie Fredrikssons Tod 2019 war dies eine schwierige Entscheidung. Per Gessle 63 ist mit seiner neuen Band PG Roxette zurück. Nach dem tragischen Tod von Sängerin Marie Fredriksson, von 1958 bis 2019, war auch das Kultduo Roxette Geschichte. Mit seinem neuen Projekt lässt Gessle ihr Vermächtnis nun jedoch wieder aufleben. Am 3. Juni erscheint die Single The Loneliest Girl in the World. Sie ist der erste Vorbote des im September kommenden Albums Pop-Up Dynamo. Per Gessle verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot On News, wie schwer ihm der Entschluss für die neue Band gefallen ist. Es war eine schwierige Entscheidung, denn es ist unmöglich, Marie zu ersetzen, sagt der 63-Jährige. Mit PG Roxette wolle er das Erbe von Roxette am Leben erhalten. Die erste Single trägt den Titel The Loneliest Girl in the World. Wovon handelt der Song? Per Gessle? Nun, das müssen Sie wirklich selbst entscheiden. Ich erkläre meine Texte nie. Das ist die Magie von Songs, der Text bedeutet für jeden etwas anderes. Das möchte ich nicht zerstören. Manchmal höre ich einen Song, der sich anfühlt, als wäre er über mich und nur über mich geschrieben, ein Song, der direkt in mein Herz geht. Das Gleiche höre ich immer wieder von Leuten, die Lieder hören, die ich geschrieben habe. Es ist erstaunlich. Das ist die Macht der Musik. Sie müssen also alle meine Songs, einschließlich The Loneliest Girl in the World, selbst interpretieren. Vielleicht handelt er ja von Ihnen? Welche Rolle spielt das Vermächtnis von Marie Fredriksson bei PG Roxette? Gessle. Nun, sie war die Hälfte von Roxette, also wird sie im Geiste und in meinem Herzen immer da sein. Sie war eine meiner besten und ältesten Freundinnen. Nachdem Marie gestorben war, hatte ich zwei Möglichkeiten für Roxette. Die eine war, die Tür zu schließen und aufzuhören, die andere war, weiterzumachen. Ich entschied mich, weiterzumachen. Ich habe fast alle Songs geschrieben, die Roxette je aufgenommen hat, und es war ein seltsames Gefühl, mehr als 30 Jahren meines Lebens den Rücken zu kehren. Mein Ziel für die Zukunft ist es, mehr Musik und Texte zu schreiben, neue Aufnahmen zu machen, live zu spielen und das Erbe von Roxette am Leben zu erhalten.